Und jetzt erwähnen wir Ihnen wieder frische Musik aus Österreich. Sie kommt aus Linz, hat mit 3 Jahren zu Geige spielen begonnen. Mit 5 hat sie sich zum ersten Mal ans Klavier gesetzt und mittlerweile ist aus dem einstigen Wunderkind eine junge Profimusikerin geworden. Hier ist Nina Sophie mit Heaven. Eine Eigenkomposition war das Heaven von Nina Sophie, gespielt live und unplugged hier bei uns in Guten Morgen Österreich. Die Geige liegt auf die Seite. Zu mir kommt sie jetzt. Hallo, schönen guten Morgen. Hallo. Hallo. Morgen. Selber geschrieben, das Lied. Ja, ja. Wie geht man da an so eine Sache ran, wenn man ein Lied selber schreibt eigentlich? Naja, in dem Fall habe ich es mit René Rodriguez geschrieben. Ja. Und naja, wir haben uns zusammengesetzt, haben ein bisschen ausprobiert. Ich habe mich gleich ans Klavier gesetzt. Und dann entsteht irgendwas. Dann entsteht irgendwas, sehr, sehr cool. Mit 3 hast du zu Geige zu spielen begonnen. Mhm. Wie kommt man da drauf mit 3? Ich meine, es ist wirklich sehr, sehr früh, da lernen andere gerade einmal laufen, oder? Naja, es war sehr lustig, weil eigentlich hat mich meine Mama gefragt, willst du mal ein Instrument spielen? Und ich so, ja klar, Geige, das war für mich komplett selbstverständlich. Und sie hat sich eigentlich gedacht, ich werde sagen Klavier, mhm, weil meine Schwester Klavier spielt. Aber mein Bruder hat Geige gespielt und deswegen wollte ich Geige spielen lernen. Und dann mit 5 habe ich zum Klavierspielen auch begonnen. Dann hast du beides gemacht sozusagen. Und nie sozusagen irgendwie, ich habe auch, glaube ich, viele, also ich glaube 6 Instrumente begonnen. Ich habe leider nie die Ausdauer gehabt dazu. Hast du irgendwann mal gesagt, eigentlich freut es mich nicht mehr? Nee. Wirklich? Nein, überhaupt nicht. Sehr cool, ja, bewundernswert. Mittlerweile stehst du auf großen Bühnen, nicht nur in Konzertsälen, sondern auch auf Pop, Elektrobühnen, wie man hier sieht beim Electric Love Festival in Salzburg. Erzähl mal, wie war das da? Ja, das war unglaublich. Wir durften da die Premiere von Heaven, von dem Song, den ich gerade angespielt habe, spielen. Und das war unglaublich, vor so vielen Menschen zu spielen. Und das war mega Stimmung, also super cool. Mhm. Wer sind denn so die Vorbilder? Ich meine, es gibt ja so Pop-Geiger wie David Garrett, fällt mir ein zum Beispiel, der war auch schon hier. Ist das so ein Vorbild, wo du sagst, da würde ich gern hin? Also ich dürfte ja jetzt mit Lindsay Stirling auf der Bühne spielen. Mhm. Und ich muss echt sagen, sie ist so eine Powerfrau und ist wahnsinnig gut in dem, was sie macht. Und deswegen ist sie auf jeden Fall ein Vorbild für mich. Sie ist eine US-amerikanische Violinistin, oder? Ja. Ja. Wie war das, die kennenzulernen? Wie bist du zu der gekommen? Super cool. Also sie hat so ein Video gepostet online, dass man das duetten soll. Und sie sucht dann jemanden aus, der mit ihr auf der Bühne spielen darf. Und ich habe das gemacht und sie hat mich ausgesucht. Und das war einfach richtig cool. Sehr, und sehr sie cool. Ist voll die Liebe. Schön. Heute wird noch geübt oder hast du schon erledigt? War das sicher. Jetzt? Ja, sicher. Das ist noch nicht erledigt. Nein, nein. Nina Sophie, schön, dass du bei uns warst heute. Alles Gute für deinen Weg.